Kapitel 11. Sichtbar und doch verborgen. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt. Ich guck mich hier erstmal um. Verrückt kennen wir ganz gut. Oh, Auto kaputt. Vielleicht gibt's ja hier noch irgendwo einen Schatz. Weil hier wäre ein ganz guter Spot dafür. Also so rein theoretisch. Nicht praktisch, sondern theoretisch. Sally. Entschuldigung, darf ich mal durch? Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin soll. Ist ja auch egal. Ich muss auf jeden Fall zu diesem jenen Turm. Äpfel! Kauft frische Äpfel! Nein. Nur 1500 Ariari! Okay, na schön. Hier. Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir. Guten Appetit. Empfehlen Sie mich. Na, immer doch. Hi, Sally. Ein Lemur. Kleines Kerlchen. Wie geht's dir? Seht ihr das? Halt, der Turm. Aber Sally, komm, das ist ein Lemur. Komm schon, sag hallo. Schon gut. Ja, Lemuren sind cool. Hey, Sally. Hey, mein Apfel gemopst. Man kann niemanden mehr trauen. Oh, da konnte ich mit Sally reden. Hey, weißt du was? Wenn das hier vorbei ist, kaufe ich mir einen verdammten Hund. Hey, sollten wir hier gesund rauskommen, kaufe ich dir den Hund, Mann. Okay. Wie ich ihn Victor nennen? Bin sicher. Darf ich ihn Victor nennen? Victor Sullivan. Mann, hier riecht was. Oh, ja, Mo. Er hat recht. Gut. Abenteuer. Bin ich auf dem Flohmarkt gelandet? Da. Scheint wohl. 100 Pro, hier gab es irgendwo einen Schatz. Den ich natürlich nicht gesehen habe. 100 Pro. Hey, na bitte. Verschlossen. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sally. Ah. Hey, Sally. Ich glaube, wir kommen hier durch. Das sollte gehen. Ja. Ich würde mal vermuten, dass ich hier lang kraxeln muss. Oh Mann, du gehst tief runter. Ist klar da hinten? Du hast dein Tempo, ich meins. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Und immer ist ein Fenster auf. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Also Sully, der für sein Alter, ne? Die anderen Türme. Er wird Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Boah, da kann ich wahrscheinlich ewig suchen. Ich gehe einfach mal da lang, weil das ist so der einzige Weg, der überhaupt noch da ist. Okay, da scheint ein Eingang zu sein. Eine Tür. Kann ich sie aufmachen? Oh, ja. Hm, hier war wohl lange keiner mehr. Oh, ich sehe schon Kletterparty. Ein hoher Glockenturm. Ja. Ja, das stimmt. Ja, sie Glockenturm. Ich sehe eine große Kletterpartie. Hm. Münze. Na, wollen wir wetten? Tierkreiszeichen. Ist der Löwe? Ah, der Stier. Vier Zeichen. Und vier Glocken. Da oben. Und die Dinge sehen aus wie Schlösser.
verstehe gerade gar nichts. Oh. Das ist definitiv der Ort. Ruf Sam an. Wird klar. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Mailbox. Ja, gucken wir doch mal rein. Leo, Scorpio, Aquarius, Taurus. Der Empfang ist nicht so gut hier. Kein Grund zu warten. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Konnte man sich denn nochmal hochhangeln? Mann, wie ging das denn nochmal? Mann! Nee, da war es nicht. Oh, Entschuldigung. Mann, ey. Bin ich jetzt zu blöd, diese Steuerung zu verstehen? Mann! Ah, L1 drücken, ja. Klar, sicher. Boah. Bin gleich zurück. Ja, das sehen wir dann. Okay, probieren wir es und. Geronimo! Oh, verdammt. Hey, sieh mal, Sully, die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. Na, ich probier's zumindest. Und schwing. Okay. Wie machen wir das jetzt am gesiegtesten? Oh, oi, 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 oi. Schnell weiter. Oh, hier bricht alles zusammen. Oi, 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 oi. Das ist viel zu knapp. Bist du okay? Ach, sowas kenne ich doch noch aus Teil 2. Heidewitzka. Löwe. Ich hatte mal was mit einer lieber Löwe. Nee, Löwe nicht. Wir brauchten erst Skorpion. Da oben ist Skorpion. So, hier haben wir Skorpion. Skorpion war 1. Skorpion? Avery war bestimmt Skorpion. Das weiß ich nicht, ob er Skorpion war. Ah. Okay, das war echt laut. Trommelfell. Die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten.
Okay, da haben wir Stier. Dann müsste... Wassermann ist da unten. So. Da haben wir den Wassermann. Wassermann. Durchweg nette Menschen. Mal gucken, was er bei Löwe sagt. Da bin ich mal gespannt, da ich ja Löwe bin. Oh, Mann. Oh, ich glaube, Ned ist danach top. Zwei geschafft, zwei übrig haben wir. Als nächstes müsste er dann... Nicht. Jetzt kommt Löwe. Okay, wie komme ich jetzt am besten... zu Löwe rüber. Und spring! Schnell! Rüber! Na also. Ne, das hier ist... ja doch, Löwe. War doch richtig, oder? Ach, Linsen. Leo. Na, was sagt er bei Löwe? Gar nichts. Oh. Ja, ich auch. Löwe ist offen. Okay, nur noch eine. Aber wo ist Tier. Oh, da ganz oben. So. Die ist jetzt genau auf der anderen Seite. Drake! Oh, mir ist gerade ein bisschen übel. Oh, du, du, du. Alles klar. Ein bisschen übel. Hey Sully, was von Sam gehört? Ja, ja, Akku leer. Halt! Danke! Hat sich die Ohren zugehalten. Kann ich mich jetzt nicht einfach abseilen? Hey, das war's. Oh, ein Piratensymbol. Der Stier ist offen und Avery Siegel ist am Boden erschienen. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Ich hab's mir schon gedacht. Warte, ich geh da hoch. Oh. Hm, Vorteil. Kriege da bitte nicht so viel dran rum. Du bist doch größenwahnsinnig, dass du da jetzt lang willst. Ach, verdammt. Es ist zu schnell zum Klettern. Wie soll ich denn da sonst hochkommen? Irgendwas passt doch hier nicht. Wenn ich vielleicht dem
Balken? Kann ich nicht auf den Balken langlaufen? Irgendwie... Nee. Oh, halt, 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 halt! Hier ist doch was. Brems. Schnell weiter.